Ein freier Sonntag, das ist so schön. Hallo, Freestyle. Schön, dass ihr es reingeschafft habt bei so einer, naja, eigentlich eher blöden Uhrzeit zum Streamen. He may be the shepherd now, but no one knows who he was before the advent or what he did. No, they don't. But he showed up one day with a Malak in tow, routed the demons, and formed a band of skilled young exorcists. That sounds pretty suspicious. Right? But the kingdom readily acknowledged his abilities and his conviction, and through its full... Maybe he plans on usurping power for himself. Not likely. He's worked tirelessly to rebuild the church and state, and to shore up the royal family's position. Lining his pockets from the state coffers, then? Not the slightest chance. Rather, he's got all the other higher-ups worried he's working himself to death. Then what's he after? Hmm. Maybe there is no ulterior motive. Maybe he is our shepherd. Whatever the case, if he hadn't shown up when he did 3 years ago, Midgan would be a smoking ruin. Aha. Tomate! Oh, sehr schön. Eine Tomate. Ja, das Einzige, was mir jetzt noch auffällt, also das Bild sieht richtig gut aus, so in Ultraweit, aber der Text ist ein kleines bisschen verzogen. Das finde ich schade, aber stört mich persönlich jetzt nicht. Ist hier nicht irgendwo eine Kiste? Ja, aber die ist ja schon offen. Wieso wird mir die überhaupt noch angezeigt? Total blöd. Okay, wir brauchen eine Taverne. Vielleicht das Lilane da, wo die Fragezeichen sind. Das andere war ja jetzt ein Gasthaus. Aber ich dachte, das wäre eine Taverne. Da war ich jetzt einfach mal pennen. Schadet ja auch nicht. Wo ist das Lilane? Ah, ich bin falsch gegangen. Ich muss erst zu dem Grünen hier. Oh, da lang. Mich schon gewundert, wieso ich das nicht sehe. Jo. Ach, guck mal, da sind auch wieder so Katzkugeln. Die hole ich mir mal schnell. Jo. Und, was? Gefunden. 5 abgesplitterte Kupfermünze. Du hast aber keinen Platz mehr. 3 nehmen, Rest aufgeben oder zurück. Ja, was mache ich denn mit diesen Kupfermünzen? Ich würde die gerne mal irgendwo einlösen. Aber ich weiß halt gar nicht, wo. So, okay, ich glaube, wir können mal mit dem Typen hier quatschen. What'll it be? Some food for the boy. Marbo curry is our specialty. It takes a week to stew properly. Marbo curry. Some of that then. Say, do you know a man named Baskerville? I heard we might find him here. That old man? A scoundrel and criminal who went against the rules of the Abbey. They executed him long ago. Oh. Mhm. Der versinkt richtig in dem Stuhl, ne? This Marbo curry is amazing. Oh. You get along so well. Is he your brother? No. No, he wouldn't be, would he? After all, your brother was murdered before your eyes. How Wieso weiß sie das? The shadows watch those who flinch from the light. So the guild is still active, even after Baskerville's arrest. Oh God. Just like how Ifrid's crew continues their piracy, even without their captain. So you're the contact? What may I help you with? I want to know what Artorias is planning. Information such as that? It won't come cheap. I have here a list of jobs. Not one remotely legal. Take care of all of them. And I'll tell you what you want. Erledige sie alle. Pff. Welchen Auftrag wirst du annehmen? Waren zerstören, nach einem Vermissten suchen, einen Hinterhalt vereiteln. Ja, okay, dann fangen wir halt mal mit den Waren an. Ich will, dass du die Waren in den roten Kisten zerstörst, die in einem Lagerhaus in Zexonhafen stehen. Gut, machen wir.
Müssen wir ja wohl. Take this with you as documentation. It's fake, but it's a good fake. It'll hold up to inspection. It's registered to Mogulu's Menagerie. Was that not the name you gave to the guard at the gate? Die ist gut. I can see you're a group to be reckoned with. Report back here once you're finished. However, be aware that should you fail, then this conversation never took place. Got it. I'll cause you no trouble. I appreciate your understanding. You're welcome to stay the night. Ich sag doch, bestimmt darf ich gleich pennen. Until the morning comes. Ich habe gerade 100 Geld dafür bezahlt. Mann. Naja. Right. You're missing Captain Eifried. The captain has done much toward our viability. I promise that I'll share anything I hear about him for no charge. Thanks. All we know is there was a pendulum on the ground at the last place he was seen. And that Legate Melchior is connected to the captain's disappearance. How? We don't know. Sounds like you've got problems of your own. Do you really have time to take on ours as well? I could ask you why you've tied yourself up with Velvet. Me? I've got a debt to repay. Without her, there's no way I'd have ever found my blade again. A demon repaying a debt? Ridiculous. As ridiculous as a pirate mollop, you think? No matter how you look at it, there's nothing reasonable about our rogue existence. And in this brave new world governed by reason, a rogue can either rage and become a monster like me, or... Or band together with others. Like a ship full of pirates, perhaps. Exactly. I admire Velvet's courage, squaring off against the whole world on her own. Few can accomplish that. It takes strength. Real strength. And I'm curious where it comes from. So you're doing it for yourself after all. Is that so wrong? No. I'm the same. I need allies on my side, with the strength and courage to combat this so-called order imposed by the Abbey. But anyone who's willing to put up with the creed folly of Eifried's pirates has to be an even bigger fool than we are. So I'm like you. I want to know how deep her foolishness goes. She'd kill you if she heard that, you know. It's a compliment. Fools that big aren't born every day. Aha. And I imagine your dear Captain Eifried's much the same. Aye. That man flies his fool flag proudly. The shepherd Artorius, He's got the populace eating from the palm of his hand. I wonder... Just how deeply will the fangs of our would-be tragic heroine scar this broken world of ours? I've got a traitor to find, but in the meantime, this should be a good show. Das ist mal ein Eiswürfel. Stimmt. Da habe ich jetzt gerade gar nicht so aufgepasst, aber ja. Ich war so mit dem Gespräch beschäftigt. Cool, wir haben ein neues Rezept gelernt. Oh, ich kann nichts mehr mitnehmen. A kind face for such a hard woman. She knew about me and our cover. She's got ears everywhere. And that's not all. She called the papers fake, but they're not. So she's got spies working on the inside too.
I heard that her predecessor, Baskerville, was a monument against authority. To think he was executed. They've lost their leader, but remain unconquered. Not an organization to trifle with. That's how they have to be to take on the Abbey. We'd better succeed on our missions, and not just to get the information we need. Yeah. Besides, I'd like to get another of those drinks, too. You're a man of taste. That place always has the best. Oh, schon wieder Hunger. You'd better work hard too, if you want more Mabo Curry. I will. Ich will jetzt auch Mabo Curry. Das hört sich so lecker an. Und es schaut auch echt immer sehr gut aus. Eigentlich können wir mal kurz auch was kochen. Kochen. Wir haben nämlich gar nichts mehr dabei. So, wie war das Autokochen, ne? Haben wir dafür alles? Nö. Tofu und Doban-Yang brauchen wir dafür. Und dafür brauchen wir Thunfisch und Sojasauce. Nötig 1, vorhanden 4 und 9. Ja, dann machen wir doch das hier. Und kochen darf... er hier. Ja. Diese Autokochen-Einstellung nutzen. Ja. Excellent. Wait till you... Oh, jetzt habe ich ihn einfach weggeklickt. Entschuldigung. Habe ich ihn einfach unterbrochen, den armen Mann. Wie würde denn eigentlich der Kleine hier aussehen mit... Oh, wie süß! Mit dem Cowboy-Hut. Mit den rosa Backen. Ich finde den Cowboy-Hut geil. Oh, es ist süß. Ich finde eigentlich das Normale besser dazu. Oh, was anderes hat er gar nicht. Okay. Und er so? Wow. Das sieht ja schlimm aus. Der sieht ja auf dem Auge gar nichts. Krass. Hm, mit Jacke ist schöner. Ach, wie cool. Boah, aber er sieht so eigentlich viel besser aus. Der hat nämlich so furchtbar... Die sehen so fettig aus irgendwie. Ich mache ihn mal so. Ist ein bisschen hübscher. Okay. Oh, wir müssen mal gucken noch wegen hier Expedition. Ah. Ist weitergelaufen, als ich nicht gespielt habe. Dreimal Sieg. Okay, also dann laufen diese Expeditionen auch, wenn man nicht spielt. Das ist ja cool. Ja. So, gleich mal wieder losgeschickt. Der sieht aus wie Armin aus Attack on Titan. Welcher? Der Blonde? Ich kenne Attack on Titan leider nicht. Die Kunden hier sind schwieriger als jeder Auftrag, dem einen die Blutschwingen aufhalsen. Wollt ihr euch selbst davon überzeugen? Kellnerspiel spielen. Regeln für Kellnerspiel. Regeln für das Kellnerspiel. Noch mehr Tutorial. Hier geht es darum, den Gästen die richtigen Bestellungen zu bringen. Gäste, die eine Bestellung aufgeben wollen, haben Sprechblasen über ihren Köpfen. Beginne damit, ihre Bestellungen entgegenzunehmen. Gehe dann zur Theke und sammle beim Chefkoch die richtigen Bestellungen ein. Solltest du eine falsche Bestellung eingesammelt haben, dann drücke X oder Y, um sie loszuwerden. Du musst die richtigen Bestellungen zu den richtigen Gästen bringen. Jedes Mal, wenn dir das gelingt, werden sie als erfolgreich gewertet. Bringst du einem Gast das Falsche oder lässt ihn zu lange warten, wird er wütend und die Bestellung schlägt fehl. Jede abgeschlossene Bestellung, ob erfolgreich oder nicht, wird auf die erforderliche Anzahl von Bestellungen für den Abschluss der aktuellen Stufe angerechnet. Aber sei vorsichtig. Überschreitest du die Anzahl erlaubter Fehlschläge, so endet das Spiel. Jedes Spiel besteht aus 3 Stufen. Nach Abschluss einer Stufe kannst du mit der nächsten fortfahren oder das Spiel beenden. Beendest du das Spiel, hängt die Menge an TL-Münzen, die du erhältst, davon ab, wie viele Stufen du abgeschlossen hast. Machst du mit der nächsten Stufe weiter, dann warten mehr Gäste auf dich und mehr Bestellungen, die du servieren musst. Dafür winken aber auch größere Belohnungen. Es ist wichtig, die Bestellungen deiner Gäste im Auge zu behalten und sie effizient zu bedienen, bevor sie wütend werden. Du kannst mehrere Speisen auf einmal tragen, also plane deine Route möglichst effizient. Wird die Zeit knapp, kann es auch besser sein, weniger zu tragen. Okay. Der Luffy-Set macht das okay. Ah, hallo Doban89. Die Peti läuft auch immer weiter, egal ob...
stehen bleibst oder zwischen den Cutscenes. Ah, okay. Ja, ich habe mir gedacht, dass es wahrscheinlich funktioniert, wenn ich im Spiel bin, aber dass ich auch, also dass es auch weiterläuft, wenn ich aus dem Spiel raus bin. Das war mir halt noch nicht so ganz klar. Aber ja. Okay, spielen wir das mal. Hallo? Pudding! Der will Pudding! Pudding! Wo ist Pudding? Pudding! Hier ist der Pudding! Ah, hier bei Muttern! Okay. Mabo Curry. Mabo Curry. Hier. Sieht das gut aus? Pudding! Wie bei Muttern. Okay. Das war ja jetzt einfach. Jetzt wird es aber wahrscheinlich gleich schwerer. Risotto will sie. Okay. Das sieht gut aus. Obsttorte will der jetzt auf einmal. Wie bei Muttern, das finde ich gut. Mildes Curry. Hui! Noch ein Pudding, was ist denn der Kerl? Okay. Oh, jetzt sitzt da einer mehr, guck mal. Pudding. Es riecht so lecker. Obsttorte, der isst nur Süßkram. Mabo Curry. Pudding. Ich denke, ich probiere das Gericht mal. Was das wohl so ist, dieses Pudding? Oh. Mabo Curry und Obsttorte. Obsttorte und Mabo Curry. Obsttorte. Wie mache ich das jetzt? Ach so, das, was an erster Stelle steht. Shit. Habe ich gerade falsch verstanden. Das, was auf der 1 steht, muss ich dann auch als erstes servieren. Du bist so aufrichtig und treuherzig, dass es weh tut. Wenn das so weitergeht, hast du bald deinen eigenen Fanclub. Zieh diese Uniform an und mach weiter so. Dienerkleidung. Einfache Dienermontur für einen Jungen, der sich über seinen ersten Job freut. Hier ist eine schicke Fliege, die zu deiner Uniform passt. Denk dran, professionelles Auftreten ist die halbe Arbeit. Bedienstetenfliege. Eine modische Fliege, die gut zur Kleidung von Bedienungen passt. Gute Arbeit. Das ziehen wir dem jetzt an, weil ich finde, der muss jetzt endlich seine eigene, wie soll ich sagen, seine eigene Persönlichkeit entwickeln. Und das schafft er nicht, solange er in dieser komischen Nummer 2-Montur rumläuft. Süß! Das ist voll niedlich. Okay, jetzt läuft er zwar rum. Läuft er da? Jetzt läuft er zwar rum wie ein, wie eine Bedienung, aber das ist schon mal besser als ein Kleid, oder? Hallo, Xin Hui, 184. Destroying red crates in a warehouse? Doesn't sound very nice. Have we ever been nice? I suppose not. This is a contract job, so let's keep costs down. I'll call the Von Eltia and have her draw the guards away. If you would. What will we be destroying? Who knows? That's hardly our concern. Okay. Dann schauen wir uns erstmal noch das Gespräch da vorne an. That ceremony was simply fantastic. Lord Artorius's speech was brilliant, of course, but Prince Percival was really something too. He raises up Artorius to help the country and its people, then willingly steps down. Now that's what I call a king. You think so? Well, to me, he just looks like a wimp. He may look that way, but he has a great inner strength. He's excelled as a scholar and a leader since he was young. His only hobby is falconry, but sadly, I hear he hasn't had the time for it lately. You seem like a big supporter of his. Well, he's got two younger brothers, but just between you and me, they're dolts. Worse,
They hang with a bad crowd. If anything were to happen to Prince Percival, the future of Midgand would be bleak. I see. So everyone's hopes are riding on him then. Which means Midgand's vulnerable without him. Mhm. Zerstöre die roten Kisten im Lagerhaus in Saxonhafen. So, wie komme ich denn jetzt zu diesem Saxonhafen? Wo ist denn der Stern? Der könnte mir einen Anhaltspunkt geben. Hm. Ich gehe mal auf diese Dannan-Fernstraße. Vielleicht passt das schon. Hilfe, wie sich gerade alles aufgebaut hat. Hier ist ein Gespräch. Da oben ist Saxonhafen. Okay. Greetings, Magilu's Menagerie. You've come to exactly the right place. You must be a Bloodwing. What do you want? You already know about the Code Red Demons, right? The really strong demons the Abbey wants gone? Yeah. Would you ever consider hunting them down for us? We'll reward you properly. Reward? Mm-hmm. Why pay us when the Abbey would do it for free? It's complicated. The Abbey is calculating in their deployments, especially where Code Red Demons are concerned. I get it. They'll only act if they determine the demon would cause more harm than the losses they'd incur in battling it. That does seem logical. But sometimes people have lost a loved one to such a demon. Or sometimes they have a connection to the person the demon used to be. Wherever there's a Code Red demon, you can bet there are people willing to pay good money to have it killed. Uh-huh. And let me guess, that's where the Bloodwings come in. Exactly. There are Bloodwings all throughout Midgand who have information on these Code Red demons. If you defeat a demon and report back to my comrades, they'll make sure you're well compensated. All right, I understand. Okay. But I won't make any promises. That's fine. No sense in drawing up a contract when the hunter probably won't survive anyway. If you get results, let us know. We'll hold up our end. That being said, I'd feel guilty if I didn't help out at least a little, so here, take this. Those Bloodwings are definitely a rough crowd. To be fair, things are never that straightforward when you're dealing with demons. All that matters is that there's something in it for us if we hunt those Code Red demons. The only thing better than fighting formidable foes is getting paid for it. Just remember that these Code Red demons are tough enough to make the Abbey shiver. We'd be wise not to underestimate them. We should talk to those Bloodwings before considering any of the marks. They might have information that will help us prepare. Yeah, and we better remember to upgrade our equipment. Right. Okay, natürlich Tutorial. Innoflaschen. Verwende eine Innoflasche durch Drücken von V, weiß ich nicht, auf dem Controller was anderes. Während du dich in einer Stadt oder auf einem freien Feld aufhältst. Mit Hilfe der Innoflasche wirst du direkt zum angegebenen Ort teleportiert. Du findest sie in Läden oder in Schatztruhen. Ist blöd, wenn ich mal auf die Tastatur drücke, dann nimmt er sofort, also was eigentlich auch wieder gut ist, die Steuerung davon an, aber. Naja, ich werde schon rausfinden, welche Taste das ist. So. Hey, Lafayette. What is it, Rokuro? Mallow Curry. Huh? Oh, schon wieder Hunger. You're an interesting one. You like Mallow Curry that much, huh? It smells good. And it's creamy and kind of spicy. No. Eating it made me feel nice. I'd say you love it then. Do all Malakim have such an appetite? Each has their own tastes. Some eat a lot, some eat a little. Just like humans or demons. What do you like, Aizen? Drinks, I suppose. What else? Pretty much just drinks. Don't you like anything else? Is it a problem if I don't? No. I'm just wondering. For me, it's drinks and candied sweet potatoes. Oh. Strips of sweet potato in oil and then coat them in sugar. Das hört sich lecker an. Yeah, I never get tired of them. So you like to drink, but you've also got a sweet tooth? Yeah.
Is that so strange? No. Candied sweet potatoes. Sounds good. There's nothing to be ashamed of. It's just a sign that you're alive. Remember? Wie sie das jetzt immer sagt, ist auch gut. Ist ein Zeichen, dass du noch lebst. Oder dass du am Leben bist, so. Kandierte Süßkartoffel. Das hört sich total lecker an. Das will ich jetzt auch ausprobieren. Oh, sind jetzt viele hinter mir her. Scheiße. Ui. Ich glaube, ich renne lieber in die Gegner rein, bevor die mich hier irgendwie noch überrennen. Das ist falsch. Ich muss irgendwie da hoch. Oh, da unten ist eine Kiste. Und ein Wolf. Okay, warte. Ha, Hinterhalt. Günstiges Treffen. Okay. Wie mache ich denn das, dass ich da manchmal mich verdrücke? Come on, really? Ein Erdring, okay. Ach, da komme ich jetzt nicht mit. Halt, stopp. Beinwell. Hat einen geringen medizinischen Wert. Okay. Vielleicht kann man damit ja was basteln. So, und ich habe jetzt gesehen, ich muss leider andersrum laufen. Ja, komm her, Äffchen. Warte mal, wenn ich so mache, dann wähle ich es nur aus. Okay. Und mit der Taste mache ich... Ah, da kann ich so wegspringen. Okay. Ah, okay. Alles klar. So, bin wieder da. Ist irgendwas Wichtiges passiert? Ich weiß nicht, wann du weggegangen bist. Wir haben jetzt einen Auftrag angenommen. Oh. Ich bin ja noch im Kampf. Ist eigentlich die Musik wieder zu laut vom Kampf? Die ist nämlich viel lauter als der Rest vom Spiel. Das ist total unausgewogen. Unarmed? Hardly. These are deadly weapons. What'll it take to make you go all out? Oh, eine kleine Schlange. Ja, hallo, kleine Schlange. Kriegst mich nicht. Boah, jetzt sind es wieder so viele, dass es ganz schwarz ist. Eieiei. Okay. Ich finde das so blöd. Ich habe diese Kiste ja jetzt schon geöffnet und jetzt wird sie immer noch eingezeichnet in der Minimap. Ich finde, die müsste dann weg sein oder durchgestrichen oder keine Ahnung. La 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 la. Mist. Wenigstens ändert die Tales of-Reihe nie besonders viel am Kampfsystem. Nicht so wie bei Final Fantasy, die ständig der Meinung sind, sie müssen irgendwas Neues, Cooles ausprobieren. Und eigentlich will jeder dieses ganz alte System wieder haben. Einfach dieses ganz normale, rundenbasierte Kampfsystem. Ich würde so ausflippen, wenn ich hören würde, dass der nächste Final Fantasy Teil das System wieder hat. Ich habe mich ja eigentlich auch total auf Final Fantasy 7, also ist ja auch einer meiner Lieblingsteile,
auf das Remake total gefreut, aber ich bin doch ein bisschen skeptisch, weil die ja da auch nicht das alte Kampfsystem jetzt einbinden und so.